spalten, wie ich es getan habe. Weißt du, so langsam gewöhne ich mich an unsere Treffen. Ich weiß, du hast viele Fragen. Eine beantworte ich dir. Du weißt, was mit mir passiert, oder? Du stirbst. Du trägst zwei Seelen in dir. Eine möchte kämpfen, die andere hat Angst. Welche ist meine? Beide. Bist du bereit für die letzte Meditationstechnik? Die letzte? Richtig. Du bestimmst, was sie dich kostet. Ich hoffe, das reicht. Ich werde dich durch die Meditation leiten. Das ist eine Meditation des Elements Luft. Wir sind in den Bergen auf dem Weg zum Gipfel. Wir zwängen uns durch zwei Felsen hindurch. Auf dem ersten Felsen sitzt ein Adler. Der Geist der Luft durchdringt jede Zelle dieses Adlers. Geist der Luft, urtümlicher Wind, ich entsende dir meine Grüße. Du und ich, wir sind gleichen Blutes. Du wohnst in mir und ich wohne in dir. Ohne dich gäbe es kein Leben. Du machst unsere Existenz erst möglich. Oh, großer Geist der Luft, bitte reinige meinen Körper und meine Seele vom Schmerz, Krankheit und negative Energie anderer Menschen und Dimensionen. Verleih mir die Kraft des Lebens, verleih mir Gesundheit, Wissen, Stärke, Freude, Glück und bleibenden inneren Frieden. Ich bin ein Adler, der Wind hebt meine Schwingen, streichelt meine Federn, umgibt jede Faser meines Körpers, füllt jedes Atom und Molekül. Der Wind reinigt den Körper, die Seele und den Energiekörper. Im Kreise schwingen wir aufwärts. Wir fühlen uns leicht, rein und glücklich. Unser Körper ist voller Freude, Friede und Harmonie. Wir danken dir, Geist der Luft, mit Geist, Körper und Seele. Und weg. Wenigstens hat er was dagelassen. Scheiße. Ich fühle mich hundeelend. Hast du das gesehen? Da war ein Zen-Meister. Puff. Ist einfach verschwunden. Wovon zum Teufel redest du? Er hat mir gezeigt, wie man meditiert. War irgendwie seltsam. Nicht mein Ding. Geh doch mal zu dieser Misty, wenn's dich so beschäftigt. Na, gute Idee.